Ja, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Willkommen zu unserem Webinar zu DPCM und LPAR Deployment Easy und Quick heute am 23. März. Mein Name ist Christian Heidkamp und wir fangen kurz mit einer Vorstellungsrunde an. Sebastian ist mit mir heute hier als IBM Power Guru und Entwickler mit dabei. Und Sebastian sagt vielleicht zwei, drei Worte noch zu dir, bitte. Ja, hallo zum heutigen Webinar. Mein Name ist Sebastian Luckau und ja, ich freue mich, Ihnen heute das Alpha Deployment mit DPCM präsentieren zu können. Und ja, ich bin IBM Power Guru in unserem DPCM Entwicklerteam und ja, dann gebe ich zurück an Christian. Ja, dann schaue ich mal, ob auch meine Kamera hier heute Morgen will. Ja, wunderbar. Ja, mein Name ist Christian Heidkamp, wie schon angekündigt, Produktmanager für den Dynamic Power Cloud Manager. Und wir wollen heute wirklich diesen Fokus auf das Deployment richten. Und dafür schauen wir uns einfach mal kurz an, was heute auf der Agenda steht. Im Vorhinein noch mal kurz für alle zur Information: Der Webinar wird aufgezeichnet. Das heißt, wenn Sie Fragen haben, würden wir Sie bitten, einfach in den Chat oder die Fragenbereich Ihre Fragen reinzuschreiben und wir beantworten sie dann während dem Webinar oder am Ende gemeinsam, so nachdem wie die Frage dann entsprechend passend ist. Ja, worauf wollen wir uns heute fokussieren? Und zwar auf das LPAR Deployment. Wir sind mit DPCM ja schon lange, seit plus 10 Jahren dort mit unterwegs. Aber wir haben uns auch in den letzten Monaten nochmal genau angeschaut, andere Methoden es gibt, in welchen anderen Bereichen oder wie anders LPARs erstellt und auf den Software, also Betriebssystem installiert werden können. Insbesondere für HMC und PowerVC wird Sebastian auch einige Sachen dazu präsentieren. Dann gehen wir auf das sogenannte Fixed Level Recommendation Tool ein, den Leo Sizing Advisor und auch den LPAR Load Advisor. Reports, wenn wir noch dazu kommen, am Schluss. Ja, dann fange ich ganz kurz an mit der Einführung. Und zwar gibt es ein paar Neuigkeiten wieder bei der Axions, die dürfen wir gut bekundtun. Wir haben schon im letzten Jahr eine Firma akquiriert, die sogenannte Kontron AG, auch bekannt unter S&T AG. Die ist seit dem 01.01.2023 diesen Jahres Teil der Axions. Die Kontron ist europaweit aufgestellt mit etwa 1.600 Mitarbeitern, die quasi zu uns hinzukommen. Hier in Deutschland sind wir derzeit 2.340 Mitarbeiter. Da kommen dann quasi nach dem Abschluss der Integration entsprechend die Mitarbeiter hinzu. Der Umsatz, der daraus resultiert, der zusätzliche Umsatz durch die Akquisition liegt bei 360 Millionen Euro. Hier auch nochmal die Gesamtumsatzzahl aus dem Jahr 2022. Wir wachsen dort, sage ich mal, anorganisch, was uns hilft, unsere Software insbesondere auch in weiteren Organisationen Europa und weltweit zu etablieren. Das soll es aber jetzt schon gewesen sein mit der Einführung. Aber noch eine Sache möchte ich kurz erwähnen. Und zwar nehmen Sie Ihren Kalender zur Hand und markieren Sie sich doch bitte den 16. November. Und zwar wollen wir dort uns mit der Gemeinschaft von IBM Power Benutzern und DPCM Anwendern in Stuttgart treffen, so wie vergangenes Jahr in Würzburg auch, haben wir jetzt etwas von längerer Hand schon geplant, dass wir uns am 16. November in Stuttgart treffen. In dem Fall auch auf vielfachen Wunsch gibt es ein Vorevent, der schon am Vortag startet. Kleiner Hinweis dazu: In Stuttgart, wenn man nach Stuttgart kommt mit dem Zug, gibt es viele Baustellen. Wie man sieht, es gibt ein großes Loch in Stuttgart, sagen wir immer, so wie ich als Stuttgarter darf das auch sagen, sozusagen, weil ich schon seit mehreren Jahren drüber rumfahre. Und wir werden dort mal hinabsteigen und uns die Baustelle des neuen Hauptbahnhofs anschauen. Das ist aber am Vorabend und dann am 16.11. Wird dann der Anwendertag stattfinden. So, das sollte nun aber gewesen sein, für die Einführung und ich gebe an dich, Sebastian, um mit dem eigentlichen Thema zu starten. Danke von meiner Seite schon mal. Ja, ganz herzlichen Dank, Christian. So, dann schauen wir uns das mal an. Ja, bevor wir zu dem Thema ja, LPAR Deployment kommen, ist ja mal die Frage, wozu braucht man das letztendlich?
Ja, geht es ja immer darum, dass bestimmte IT-Services bereitgestellt werden müssen. Und ja, es ist toll, dass es die Power-Plattform gibt und auch auf der können entsprechend IT-Services zur Verfügung gestellt werden. Das Problem natürlich in der IT ist ja allgemein, jetzt nicht nur jetzt in Power-Umfeld, sondern allgemein bei der Bereitstellung von IT-Services, dass man generell ja immer weniger Zeit hat, ja. Man hat weniger Manpower, weniger Budget, überall hört man von Fachkräftemangel, ja. Dazu kommt noch, dass IT in vielen Bereichen, nicht überall wohlbemerkt, noch eine falsche Sichtbarkeit hat, dass es nur Kosten generiert. Die Anforderungen steigen natürlich immer mehr, natürlich auch durch den technischen Fortschritt, aber es muss alles irgendwie schneller bereitgestellt werden, es muss dennoch individueller sein. Und hinzu kommt, am liebsten soll es nichts kosten, so günstig wie möglich sein. Und da hat man dann doch ein bisschen ein Problem bei der Bereitstellung, bei der manuellen Bereitstellung, weil letztendlich eine manuelle Bereitstellung nur eines dieser Kriterien erfüllen kann. Und letztendlich durch die immer größer werdende Komplexität und den größeren Zeitdruck entstehen dann natürlich auch Fehler. Und ja, die Lösung ist dann natürlich die Automation, um zumindest mal wiederkehrende Tätigkeiten aus dem Tagesgeschäft in irgendeiner Art und Weise zu verbannen und dadurch natürlich auch Fehler durch manuelle Prozesse zu verhindern. Ja. Das mal als Einstieg. Was wir getan haben, heute geht es ja in der Live-Demo um unsere Produkte PCMX und die Bereitstellung von LPaaS und Services auf IBM Power. Es gibt natürlich auch andere Tools, beziehungsweise auch von der IBM. So, das meistbekannteste ist ja entsprechend die HMC. Es gibt auch noch das PowerVC von IBM, die wir einfach mal ein bisschen gegenübergestellt haben. Das Slide zeige ich Ihnen gleich nochmal. Ich möchte ganz kurz zumindest mal ein paar Folien habe ich hier im Slideset drinne, dass Sie auch sehen, dass wir uns tatsächlich mit der HMC entsprechend beschäftigen. Viele von Ihnen werden das sicherlich kennen und entsprechend wiedererkennen. Ich versuche da auch so schnell wie möglich drüber zu gehen, um die ja nicht zu langweilen. Also auf der HMC kann man letztendlich LPaaS oder sogenannte virtuelle Maschinen dann entsprechend über einen Wizard oder auch über Templates deployen. Die Zielgruppe hier sind allerdings tatsächlich Experten, weil man hier schon an verschiedenen Stellen einfach wissen muss, was man tut. Dafür kann man natürlich, wie man auch hier in den Screenshots sieht, recht viele Einstellungen machen und eine sehr detaillierte Helper-Konfiguration. Aber man muss eben auch sagen, dass sich, wie der Name Hardware-Management-Konsole schon sagt, das beschränkt sich auf die Verwaltung der Power-Systeme und letztendlich der virtuellen Maschinen oder auch Logical Partitions genannt. Beim Betriebssystem-Deployment gibt es dann letztendlich nur die Möglichkeit, dass man entweder über eine ISO-Installation anstartet, also sprich eine CD, wie früher von klassisch von CD gebootet, oder entsprechend über sogenannte Netboot-Methode. Aber bei diesen Methoden muss man letztendlich ja dann auch manuelle Schritte durchführen oder man automatisiert sie mittels externen Tools oder eben Skripten. Ja. Beim PowerVC hingegen sieht das natürlich schon ganz anders aus. Das Interface ist hier sehr, sehr einfach gehalten. Vorweg muss man sagen, wenn man das PowerVC dann zum Fliegen bekommt, der Einstieg ist hier sicherlich nicht für jedermann einfach, aber wenn es dann funktioniert und eingerichtet ist, ist das User Interface doch sehr, sehr einfach gehalten und man kann doch sehr schnell und in wenigen Schritten LPaaS deployen. Das Ganze hat natürlich dann auch gewisse Einschränkungen. Man muss entsprechend Images, die man ja pflegen, die man deployen möchte, in reinen NPIF-Umgebungen braucht man dann entsprechend Storage-Zugriff. Und was das Betriebssysteminstallation Backup Restore angeht, bringt es eben keine eigenen Methoden mit oder verwendet keine Standardmethoden, sondern verwendet die Storage-Funktionalitäten, also sprich Snapshot und Clone.
Und bedeutet dann letztendlich beim Backup auch, ein konsistentes Backup ist nur möglich, wenn, ja, wenn nichts, wenn kein I/O stattfindet, also sprich, beim Betriebssystem, dass die Helper dann offline ist. Man kann das PowerVC auch automatisieren. Es hat ebenso wie die HMC eine REST-API und kann man sogar dann in den Workflow mit Ansible einbinden. Ansible ist ja auch in aller Munde und wird viel eben für Configuration Management verwendet, sodass man eben dann mit einer externen Automation auch ja, die notwendige Betriebssystemkonfiguration durchführen kann. Ja. Der Vorteil ist tatsächlich beim PowerVC, dass es sehr, sehr schnell geht. Das liegt eben daran, dass keine Netboot-Installation stattfindet, sondern eben auf dem Storage ein Snapshot oder beziehungsweise ein Klon gemacht wird und dann letztendlich ein Cloud-Init stattfindet. Dazu muss man aber entsprechend die Images vorbereiten und auch pflegen. Ja. Hier jetzt nochmal zur Übersicht. Vieles habe ich jetzt davon schon erwähnt. Im Vergleich zu diesen Tools, letztendlich muss man zusammenfassend sagen, dass die HMC schon ein Expertensystem ist. Man muss dann schon ganz genau wissen, was man da tut. Und es beschränkt sich tatsächlich auf die, ja, auf das Management der Hardware beziehungsweise der Hardware-Virtualisierung, also sprich der LPAs oder virtuellen Maschinen. Beim PowerVC kann man dann auch Betriebssysteme sehr schnell deployen mit gewissen, ja, wenn gewisse Voraussetzungen erfüllt sind und muss entsprechend mit ein paar Einschränkungen leben. Dafür kann man, wie gesagt, sehr einfach und schnell LPAs bereitstellen. Und DBCMX, da kommen wir gleich in die Live-Demo, ist dann vereinigt sozusagen beide Welten, ja. Das heißt, wie Sie dann auch gleich sehen werden, sowohl, also es macht viele Sachen einfacher, weil es einfach ein intuitives Interface hat, aber dennoch kann es eben mit der Komplexität umgehen, und bietet Vielzahl Möglichkeiten der Helper-Konfiguration und letztendlich verwendet es Standardmethoden, die bekannt sind im AX-Bereich, der NIM-Server, beziehungsweise im Linux wird AutoJAS und Kickstart etc. verwendet für das Deployment und auch Backup und Restore-Methoden sind voll integriert, sodass man hier ein ganzheitliches Management von der Hardware bis zum Betriebssystem gewährleisten kann. Hinzu kommt, dass man eben DBCM entsprechend eine schemabasierte API hat und man eine sehr flexible Automation damit machen kann. Ja. Okay, dann soweit mal, ja, so im Schnelldurchlauf so einen kleinen Vergleich, aber jetzt kommen wir eigentlich zur Live-Demo und das, was wir Ihnen heute präsentieren wollen, das Deployment mit DBCMX. Ja, hier sieht man mal ein System-Overview, können wir nachher gleich noch ein bisschen reinschauen, während mal ein Deployment läuft. Letztendlich gibt es hier einen Button, New VM. Das Ganze ist, sieht zwar recht komplex aus, aber ist doch sehr einfach gehalten. Man kann hier das Managed System auswählen, sieht hier daneben, rechts daneben gleich die Pool-Kapazität, wenn man einen unterschiedlichen Pool will. Man kann aber auch auf Dedicated umstellen, wenn man eine Dedicated CPU mal fahren möchte. Ich verwende gerne jetzt hier in der Demo Shared. Und dann kann man hier schon den Helper-Namen eingeben. Nehmen wir zum Beispiel einfach die Demo VM 20. Okay, dann mache ich mein Kürzel hinten dran. Hier sieht man schon, vergibt selber einen Helper, einen Profilname. Den kann man aber auch ändern, wenn man möchte. Man kann einen beliebigen Profilname hinterlegen. Es ist allerdings so gemacht, dass viele Sachen vorausgefüllt sind, sodass man hier eigentlich direkt Next drücken kann, wenn man nichts ändern möchte. Also wenn man jetzt hier, in dem Fall wollen wir ja jetzt mal AX deployen, aber man kann natürlich auch einen anderen Typ auswählen. Die nächst freie Partition-ID ist vorausgewählt. Ja, wenn man jetzt hier eine wählt, die schon belegt ist, dann wird das entsprechend gemeldet. Man kann hier ja, die verwendete Konfiguration auswählen. Ein AME wird natürlich dann ausgeblendet, wenn man einen anderen Partition-Mode verwendet. Man kann den Kompatibilitätsmodus einstellen, ob das Profil gesynkt werden soll, ja oder nein. Aber viel muss man hier eigentlich nicht einstellen, hat aber tendenziell die Möglichkeit, diese Parameter zu ändern, wenn man es denn möchte.
So, dann kann man das Gleiche ist im Endeffekt hier bei der Memory und CPU-Sektion. Wenn man auf Dedicated gestellt hat, fällt der untere Bereich für den Shared-Mode im Endeffekt weg. Das ist sehr intuitiv gehalten, weil hier im Endeffekt die Region Size schon berücksichtigt wird und auch wie viel Memory im Betriebssystem mindestens braucht. Ab AX72 braucht man mindestens 2 GB. Also macht es nicht Sinn, macht keinen Sinn, weniger zu vergeben. Wer nicht rechnen will, der kann hier einfach mal 4000 eingeben und Tab drücken und bekommt die 4 GB, weil er einfach selber rechnet. Das gleiche eben hier beim Max Memory, ja, oder wo er dann entsprechend auf- oder abrundet, um die entsprechend den Faktor der Region Size. Ja, bei den CPUs sieht man dann auch gleich, dass wenn ich den Wert hier bei Desired CPU erhöhe, dass Max CPU im Endeffekt rot wird, beziehungsweise sich erhöht automatisch. Ja, sobald ich einen falschen Wert angebe, bekomme ich eben entsprechend einen Hinweis, wie man es hier gesehen hat, sodass das Ganze doch sehr intuitiv ist in der Bedienung. Ja. So. Dann kann man hier alle möglichen ja, ELPA-Parameter einstellen. Wir haben hier gewisse Defaults gewählt, die einfach Best Practice sind. Performance Collection ist meistens enabled, ja. Man kann hier aber sehr viel einstellen, bis hin zu sogenannten ja, Pre-Script und Post-Script-Dockets zur weiteren Automation vor dem Deployment, nach dem Deployment, zum Customizing, wenn man das denn möchte. Ja. Ansonsten kann man hier auf Next drücken und ist schon bei den Virtual Ethernet-Adaptern. Hier bekommt man jetzt einen Hinweis, dass mindestens einer erforderlich ist. Aktuell wird sich noch ändern. Dann kann ich hier einen anlegen. Auch hier ist es sehr, sehr intuitiv. Er vergibt selber gleich die nächste freie Slot-ID. Die kann ich ändern, wenn ich will. Setze ich die auf Größe 50, weil springt die zurück, weil ich Max Virtual Adapter auf 50 eingestellt habe. Ich kann hier das Netzwerk auswählen, ja, und dann sieht er automatisch, welche WLANs gibt es in dem Netzwerk und welche vSwitches kann ich mir entsprechend hier den ich haben möchte, auswählen. Und dann, wenn ich hier auf Next drücke, kann ich entscheiden, ist das mein Installationsadapter? Dann muss ich ein Subnetz auswählen und bekomme hier die Möglichkeit, direkt entsprechend einen NIM-Client auszuwählen. Wer das nicht möchte, weil er auf dem NIM die Definition noch nicht vorhanden ist, stellt hier auf Custom und gibt hier den Hostname ein. Wenn ich hier einen Hostname eingebe, der schon vergeben ist, meldet er mir das entsprechend auch. Okay, dann switche ich einfach um und stelle hier entsprechend, verwende ich dann den Host. Und es wird auch das NIM-Netzwerk direkt angezeigt. Ja. Hier gibt es noch weitere Einstellungen. Wer Quality of Services will oder den Adapter, der soll immer required sein, kann das gerne machen. Ansonsten Create Adapter. Möchte ich noch einen zweiten haben, wird die Slotnummer automatisch hochgezählt. Ja. Kann hier wieder vSwitch entsprechend auswählen. Und klicke ich auf Next, sagt er mir, es gibt schon einen Install-Adapter. So, dann geht es weiter. In NPIF-Umgebungen braucht man entsprechend NPIF-Adapter. Auch hier. Client wird automatisch ausgewählt. Ich kann hier aus einer sogenannten Endport-Gruppe hier eine Endport-Gruppe auswählen. Typischerweise, also wir haben jetzt hier bei uns die Gruppen so konfiguriert, dass die auf unterschiedliche VIOs gehen. Hier hat man aber sehr viel Flexibilität in der Konfiguration, kann entsprechend eine Fabrik auswählen. Die Zuordnung zum Endport macht der dann entsprechend automatisch. Sieht automatisch, was ist mein nächst freier Remote-Slot, könnte hier WWNs vergeben. Beim Anlegen macht es nicht Sinn, nur beim Cloning. Könnte hier noch den Adapter auf Required stellen und fertig ist. Ich mache mal ganz schnell noch die andere, weil typischerweise legt man 4 an, zumindest in meiner Dual-View-Umgebung, wenn man 2 Fabrics hat. Genau, dann sieht man, der Remote-Slot springt hoch. Ja, und das gleiche machen wir eben noch für den zweiten View. Ja. Und dann sieht man auch, stelle ich jetzt auf den anderen View, switcht auch die Remote-Slot-Nummer. Also ich muss hier gar nicht so viel ändern, wissen oder ja, abändern und habe hier jetzt sehr schnell, kriege ich jetzt 4 Client-Adapter entsprechend mit der Zuordnung zum Server-Adapter, richtigen Server-Slots und die Zuordnung zum Endport macht er automatisch. Ja, Deployment, wenn man entsprechend VSCSI verwendet, kann man hier VSCSI-Adapter anlegen. Auch hier kann man sich ein VIO auswählen. Er findet sofort den nächsten freien Remote-Slot und kann jetzt hier sogar schon aus dem Storage Pool sozusagen die nächstfreie Platte sich auswählen.
Ja, die erste würde ich verwenden als OS-PV. Hier kann ich das noch auf Mirror setzen. Es gibt ja Umgebungen, wo ich vielleicht einen Remote Mirror verwende. Da wäre das relevant. Kann jetzt hier noch zusätzliche hinzufügen. Man sieht den Virtual Target Device Name, der ist voreingestellt. Wem das nicht gefällt, der kann hier einen beliebigen eben einstellen. Er findet auch automatisch, ob der schon in Verwendung ist oder nicht. Hier kann man auch drinnen suchen. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur eine Gigabyte-Platte will, gebe ich einfach mal die Größe ein. Ich kann hier auch nach Unique-ID, wenn vorhanden, TV-ID, Storage-ID suchen. Gar kein Thema. Mache ich hier Add-Mapping. Jetzt muss ich das natürlich noch für den zweiten machen. Wäre jetzt ein bisschen kompliziert, aber es gibt hier eine Funktion Clone Mappings und Adapter-Clone mit Mappings. Das mache ich jetzt. Er findet automatisch den zugehörigen VIO. Ich kann gar keinen anderen auswählen. Ja. Und sage eins, kann hier ins nächste Tab springen. Da sehe ich auch, dass die Mappings übernommen werden. Hier kann ich die Reihenfolge ändern, den Virtual Target nehmen, wenn ich möchte. Oder ich sage einfach Create. Ich kann das im Nachgang auch ändern, wenn ich möchte. Und jetzt bin ich schon in der Auswahl vom Betriebssystem. Hier sieht man jetzt, ich kann jetzt hier aus einer Liste von allen einfach mir entsprechendes auswählen. Oder ich kann hier oben eben einfach mal eingeben, ich möchte gerne ja 700 irgendwas haben. Ja. Und dann filtert er hier ein bisschen, wählt mir ein Betriebssystem aus und er wählt mir schon entsprechend Ressourcen vor. MKSSDs und ein First Boot Script, Spot, eine Boss Instator, was man eben beim Deployment mit dem NIM so braucht. Und kann hier, wenn ich möchte, auch zusätzliche oder andere, sofern konfiguriert, Ressourcen auswählen. Aber muss es nicht tun. Sehr, sehr einfach. Und jetzt bin ich schon soweit und klicke einfach auf Create. Ja. So, und jetzt läuft im Hintergrund das Deployment los. Ja. Und ich kann jetzt den Dialog hier schließen an der Stelle. Das macht überhaupt nichts, weil im Dashboard kann ich das weiterhin mitmonitoren. Ich mache das deswegen, weil ich gerne noch eine zweite parallel anlegen möchte. Ich nehme jetzt hier, ist es egal, welches System, nehme jetzt hier einfach mal eine andere LPA. Was nehmen wir denn, wie nennen wir die 40 zum Beispiel? Den Namen wird er automatisch finden. Wenn es den schon gibt und entsprechend nicht erlauben, nächste freie Partition-ID. Ich klicke das jetzt hier mal recht schnell durch, weil wir wollen das doch sehen, dass auch das funktioniert. Jetzt bin ich hier mal ein bisschen faul. So. Oh. 2C. So. Die Einstellungen lasse ich einfach alle mal so, der Schnelle halber. So, und jetzt nehme ich hier einfach mal das andere ein anderes Netzwerk zur Installation, weil hier wird jetzt im Endeffekt ein anderer NIM automatisch verwendet. Ja. Man sieht auch, es ist ein anderes Subnetz. Ja. Und jetzt wähle ich mir hier meinen Host aus. Ich habe, glaube ich, bin an 1.40 VM 40. Sollte man nehmen können. So. Und gerne gleich noch einen zweiten Adapter, wenn man das möchte. Ja, so. Ich überspringe mal jetzt das Entif, das haben wir gerade gesehen, geht direkt auf VSCSI. So, wähle mir hier eine Platte aus dem Pool aus, wenn ich kann hier auch so ein bisschen filtern. So, Mapping. Eine Platte sollte uns eigentlich auch mal reichen fürs Betriebssystem. Dann klonen wir das Ganze, haben automatisch den auf dem zweiten VIO gucken, das Mapping vorhanden ist, Create Adapter. So. Und ja, dann wählen wir wieder das Betriebssystem aus. So, und sagen jetzt einfach Create. Das geht doch sehr, sehr, sehr flott. Ja. Und jetzt schauen wir einfach mal im Dashboard, wie weit unser anderer Prozess ist. Ja, der hat schon fleißig hier Adapter angelegt. Man sieht hier, kann wirklich den Status mitverfolgen. Und man sieht auch hier, ist er schon beim Deployment und er verwendet hier den NIM-Server P92 NIM02. Und dann schauen wir einfach mal für die andere Helper, welchen er dann dort nimmt. Das sollte relativ schnell sein an der Stelle. Jetzt hat er schon, hier sieht man es jetzt. Ja, und jetzt legt er los mit der Installation. Ja. Können wir also den Dialog jetzt schließen, können hier einfach filtern, mal, damit es ein bisschen übersichtlicher wird. Ja, sehen wir schon, die 20er ist hier schon reingekommen.
Man wird jetzt im Hintergrund das Betriebssystem deployed. Das dauert natürlich typischerweise bei Net-Installation etwas, ist abhängig dann, wie schnell ist mein Storage-SAN-Netzwerk, wie schnell sind meine NIMs. Bei uns dauert das ja typischerweise so roundabout 8 Minuten, je nachdem. Wir haben jetzt nicht die schnellste Infrastruktur, aber für unsere Zwecke vollkommen ausreichend. Und ich würde kurz die Gelegenheit nutzen, die anderen Features Ihnen vorzustellen, welche der Christian in der Agenda kurz erwähnt hat. Und wir schauen dann einfach in ein paar Minuten. Okay, hier ist da Murphys Gesetze eingetreten. Alles 1000 Mal getestet und hier ist jetzt tatsächlich eine NIM-Installation fehlgeschlagen. Auch das kann vorkommen. Genau, aber man, ja, entsprechend ist er hier hängen geblieben. Irgendwie kann er diese, ja, die Platte nicht zuordnen, so wie es aussieht. Ja, okay, dann schauen wir mal, wie das bei der anderen aussieht. Hier ist er über den Step, so wie es aussieht, schon drüber hinaus. Und ja, sollte eigentlich dann auch funktionieren. Okay, in der Agenda stand noch etwas von dem sogenannten Fixed-Level Recommendation Tool. Ich würde ganz kurz in die Präsentation switchen, allerdings ein paar Slides nach vorne springen. So, in der Präsentation sind sozusagen Screenshots von all dem, was ich Ihnen gezeigt habe, enthalten. Das Vielleicht, IBM Sebastian, Fixed-Level, kurz. ja. Ja, genau. Ich mache kurz vielleicht noch zu, weil es da kam auch die Frage jetzt direkt an mich, so ob man die Präsentation nachher bekommt. Und ja, es gibt dazu jetzt im Moment ja eine Aufzeichnung, aber auch die Folien können wir nachher bereitstellen. Und da sind auch noch viel mehr Screenshots, sage ich mal, drin, die Sebastian angefertigt hat, damit man das dort auch nachvollziehen kann. Genau, Das war also die ich glaube Frage an so, Sebastian, genau. genau, an die 60 Slides, also wer die Screenshots sich anschauen kann, kann das dann gerne tun. Genau. Ja, das IBM Fixed Level Recommendation Tool, jeder, der Power kennt, wird das sicherlich kennen. Und es gibt dazu auch eine API, die wir im Endeffekt im DBCM, ja, das heißt integriert haben, aber wir sprechen die entsprechend an. Und das Ganze sieht, also das Ganze ist offiziell, gibt entsprechend eine Webpage von der IBM, das können Sie sich alles selber anschauen. Das ist kein Geheimnis, was wir da machen. Könnte es jetzt endlich sogar jeder selbst entsprechend programmieren, wenn er das möchte. Nur das Schöne im DBCM ist es schon vorhanden. Ja. Schauen wir kurz, wie weiter hier ist. Okay, NetBoot has completed installation initiated running. Also das wird jetzt alles über den Punkt drüber, also wird jetzt hier gleich eine Prozentanzeige kommen, wie weiter dann auch entsprechend ist. Okay, das zum Fixed Level Recommendation Tool. Es gibt verschiedene Einstiegspunkte. Der schnellste Einstiegspunkt ist hier links in der Navigationsleiste mit FLRT. Man bekommt hier eine Gesamtübersicht aller sozusagen Items. Man kann hier ein bisschen filtern nach Systemen, HMCs, BIOS, LPaaS, da nach Betriebssystem entsprechend. Und was das eben anzeigt, wenn man hier draufklickt, ist dann im Detail-Panel, wie der aktuelle Stand, der installierte Stand, der zum in hier in dem Fall der Systemfirmware ist. Gibt es empfohlene Updates oder entsprechend, was ist die Minimum oder mögliche Upgrades? Ja. Klickt man auf den Link, landet man auch direkt auf der Fix Central-Seite von der IBM. Was wir hier machen, ist im Endeffekt auch kein Geheimnis. Das steht jetzt hier oben wenn man hier oben auf Update Data klickt, auch die Prerequisites drinne. Wir haben uns bewusst entschieden, dass das über einen Server von uns läuft. Hier werden auch keine, also wir werden nur anonymisierte Daten übertragen, also nichts, was irgendwie Rückschlüsse ziehen lässt auf Ihre Systemumgebung sozusagen. Und wir haben uns aber entschlossen, sozusagen den Jump-Host zu spielen, weil doch auch bei der IBM sich an der API sich was ändern kann und dann würde das bedeuten, man bräuchte ein DBCM-Update. Um das zu verhindern, routen wir die Daten einfach, also schicken die Requests einfach weiter und leiten sie entsprechend wieder zurück als Single Point. Das Ganze findet über HTTPS, also über eine gesicherte Verbindung statt. Und wie gesagt, es sind keine, ja,
irgendwelche Daten aus Ihrem Umfeld, die jetzt irgendwie betriebskritisch wären. Ja. Genau, das Ganze findet auch im Hintergrund statt. Man kann das Update auch alle paar Stunden, man kann es auch hier anstoßen, wenn man möchte. Diese Information findet man aber noch an vielen anderen Stellen hier im DBCM. Also eine Stelle ist zum Beispiel bei den Systemen, wo man hier im Detail-Tab eben dieses FLAT hat, wo dann eben genau diese Informationen angezeigt werden, oder bei den HMCs, ja, entsprechend auch, aber auch natürlich dann bei den LPAs findet man diese Informationen. Sofern vorhanden und über die API eben durchgereicht werden, gibt es hier manchmal noch so einen Button, wir nennen das Show-up, wo dann entsprechende APAs angezeigt werden. Das sind die in dem Level enthaltenen entsprechenden APAs, die hier aufgelistet werden. Das kommt alles über die IBM API zurück. Ja. Da kann man dann, kriegt man doch dann einen sehr schnellen Überblick. Man kann wie bei allen anderen Funktionen auch stacken. Das heißt, wenn man für verschiedene LPAs das vergleichen möchte, kann man das im Endeffekt so auch tun. Ja. Dieses Fixed-Level Recommendation Tool, wie auch in anderen Panels, kann man sich einen Excel-Report erzeugen, wo all diese Informationen dann letztendlich enthalten sind. Ja. Schauen wir mal kurz, wie weit unsere Installation ist. Ja, ist jetzt bei 86% Boss-Installation angelangt. Also sollte jetzt nicht mehr so lange dauern und die Elpa sollte auch schon hier sichtbar sein. Genau. Aber ist noch im Status Unknown, also ist jetzt gerade noch dabei. Okay, so das nächste Punkt war unser sogenannter VO-Sizing Advisor, den hier unter Analysis zu finden ist. Auch hier vielleicht ganz kurz weiß gar nicht, ob ich in der Präsentation dazu noch spezielle Infos habe. Ja, die Quellen letztendlich. Das heißt, was wir hier tun in diesem Sizing Advisor, ist letztendlich nichts weiter als das von IBM dokumentierte Regelwerk verwenden, um dann letztendlich eine Empfehlung zu geben. Ja, wie ob Ihre VIOs richtig eingestellt sind. Gerade in sehr dynamischen Umfeldern kann es doch mal entsprechend zu Veränderungen kommen, die es eben erfordern, die VIOs anzupassen. Man hat hier zwei Möglichkeiten. In einer SAP-Umgebung ist die Empfehlung laut IBM mindestens 16 GB Base Memory. Jetzt bei uns würde sicherlich 8 GB reichen. Wir machen hier auf den System jetzt nicht wirklich SAP auch, dann geht entsprechend das Base Memory auch runter. Und man sieht auch, wie er hier entsprechend kalkuliert. Er berücksichtigt die physikalischen Ports und entsprechend nach dem Regelwerk, was hier unten auch benannt wird, macht er nichts weiter als dann eine Kalkulation und eine Multiplikation und im Endeffekt eine Addition und gibt dann eine Empfehlung aus, wie viel Memory denn so die Empfehlung ist. Ja. Highlightet das hier oben auch. Ja, bei uns könnte man jetzt auch ein bisschen mehr geben, ist bei uns nicht ganz so relevant, dadurch, dass wir jetzt hier kein wirkliches produktives Umfeld haben. Und bei der CPU letztendlich genauso in Abhängigkeit von den SEAS, eventuell CSSP etc., kalkuliert er im Endeffekt, wie viele CPUs denn notwendig sind und highlightet im Endeffekt die Empfehlung. Empfehlung ist ja immer, man sollte am besten dedicated betreiben. Shared geht auch, wenn EC gleich VCPU und dieses Regelwerk setzt er hier um und stellt das hier dar. Auch hier kann man sich einen Excel-Report erzeugen lassen. So schnell das Excel startet. Ja, das wollte noch gar nicht. Das ist natürlich Murphys Gesetze immer auf dem falschen Monitor. Aber hat hier eine schnelle Übersicht im Endeffekt, die man auch sich in Excel exportieren kann, dokumentieren kann oder weiterverwenden kann. Ja. Genau. Ein essentieller Punkt im DBCM ist noch dieser sogenannte Load Advisor, der auch unter Analysis zu finden ist. DBCM sammelt ja Performance-Daten über die HMC REST API und verwendet diese im Endeffekt
ja nicht nur zur Darstellung von Performance-Daten, Graphen, sondern auch hier, um eine kleine eine Analyse anzugeben, die man auch konfigurieren kann, welche Time Ranges man berücksichtigen möchte, und gibt hier entsprechende Empfehlungen aus. Es sieht hier echt bunt aus und man sieht, denkt ja, oh, was wird hier alles angezeigt? Der grüne Haken sagt eigentlich nur, ob die Helper aktuell läuft oder nicht. Und sieht hier immer in diesen eckigen Klammern im Endeffekt die aktuellen Values, beziehungsweise hier diese, ja, hier in der Spalte, wo meine Maus jetzt ist mit der CPU-Suggestion, gibt da eben den Hinweis jetzt in dem Fall, dass die Betriebssystemversion nicht den höchsten CPU-Mode unterstützt. Das kann eben passieren, ja, wenn man auf einer Power 9, Power 10 ist, je nachdem mit welchem Betriebssystemlevel, hat man dann eben nicht den höchsten Modus. Und dann muss man vielleicht mal updaten. Oder bei dem Fragezeichen sagt er eben auch, theoretisch könnte das Betriebssystem einen höheren Modus, aber deswegen ist es nur ein blaues Fragezeichen, aber die läuft aktuell nicht im höchsten. Ja. Gibt natürlich auch welche, die sind grün, weil die tatsächlich vom Betriebssystem her und von der Einstellung den höchsten Modi haben. Und hier findet man dann hier in diesem Use-Sektion, in dieser Spalte, wie die Helpers laufen. Hier macht er im Endeffekt nicht, also eine Kalkulation, die allerdings nicht dem Average entspricht. Wir haben da eine Formel entsprechend umgesetzt, die dann doch einen ganz guten Wert darstellt, wie die Auslastung, die Gewichte der Auslastung der Helper ist. Und dieser Doppelpfeil nach oben bedeutet, als man sollte vielleicht das Desired EC von 0,4 eben entsprechend erhöhen. Manchmal gibt es hier so einen Hinweis mit diesem Dach. Das bedeutet im Endeffekt, ja, DBCM kann ich wirklich eine Empfehlung geben, ja, weil eben die Anzahl V-CPUs oder das Max-CPU fast ausgereizt ist im Peak. Und aus dem Grund könnte es durchaus sein, gibt man der Helper mehr Max- oder V-CPUs, dass die auch mehr entsprechend verwendet. Und das wäre ja dann sozusagen, ja, die Blicke in die Glaskugel. Wenn man jetzt einen Wert ändern möchte, kann man hier einfach auf so eine, hier vorne draufklicken auf den Link, landet dann auch, muss man unter Umständen ein bisschen scrollen. Na gut, das auch wie müsste er eigentlich hier in den Change Capacity reinspringen und kann hier diese Suggestion entsprechend anwenden und auch sofort die Werte ändern. Ja. So kann man doch sehr schnell im Endeffekt die Umgebung entsprechend optimieren. In dem Load-Advisor sieht man auch genau den umgekehrten Fall, wenn man zum Beispiel vier Helpers ein bisschen zu viel Entitlement gegeben hat, wo er dann entsprechend auch sagt, okay, ja, man könnte den durchaus auch runtersetzen, weil er einfach in der Gewichtung mit 0,1 läuft, um so sozusagen ja den CPU-Pool entsprechend zu optimieren, dass man mehr Helpers draufkriegt, aber auch für Helpers, die es benötigen, ausreichend Garantieanteil, nennt man das ja auch, Desired EC, zuteilt entsprechend. Schauen wir mal, wie schnell auch unser Deployment fertig ist. Das Deployment lief tatsächlich durch. Man sieht hier noch ein bisschen Status. Ist erfolgreich. Dann schauen wir mal, wie das entsprechend hier im Dashboard aussieht, in der VM-Übersicht. Das ist die Helper, die wir installiert haben. Zeigt auch dieses Betriebssystem an. Wir haben hier Performance-Graphen, die sofort angezeigt werden. Können hier direkt ins V-Term springen. Und einfach mal schauen, das uns so weit gefällt. Das sieht doch schon gut aus, ja. So. Genau. Ja, dann sieht so weit eigentlich mal zu dieser Vorstellung vom Deployment. Dadurch, dass wir jetzt vielleicht bis zur Fragerunde noch ein paar Minuten Zeit haben, würde ich noch die Gelegenheit nutzen und Ihnen diesen Report-Generator zeigen. Im DBCM gibt es überall, wo Sie diesen rechts oben, diesen Pfeil nach unten sehen, die Möglichkeit, sich Excel-Listen rauszulassen. Aber das ist natürlich für eine ja, Dokumentation nach ISO und aus Compliance-Gründen jetzt nicht unbedingt das, was man vielleicht eben für so eine Zertifizierung oder Dokumentation braucht. Manchmal braucht man auch PDF-Reports. Und auch das können Sie mit dem DPCM
im Endeffekt erstellen. Gibt es hier in unter Analysis in der Section Reports entsprechend die Möglichkeit, sich einen neuen Report zu generieren. Den können wir jetzt hier einfach einen Namen geben. Ja, so, man kann eine Beschreibung hinterlegen, wer der Besitzer ist, kann man hinterlegen, wann der ausgeführt werden soll, täglich, monatlich, jährlich, wann. Ich mache jetzt einfach mal hier nur now, also ich will den nur jetzt ausführen. Und kann hier auswählen, welche Komponenten. Und hier gibt es relativ viel von Systemen, HMCs, LPaaS, Fixed Level Recommendation Tool, Netzwerke, VLANs, Storage, gibt es eben alles. Kann ich hier oben einfach auf neben der Category links daneben auf alles klicken. Und jetzt bekomme ich hier eben angezeigt, was er in dem Report eben enthalten ist. Ja. Und das kann ich natürlich noch entsprechend ergänzen, wenn ich möchte, wenn mir das nicht gerade gefällt. Ich kann es umsortieren, ändern. Also es gibt viele Möglichkeiten. Für die Demo ist das, denke ich, die Standardeinstellung eigentlich mal ausreichend. Kann ich hier auf OK klicken. Ja. Und ich sag hier Generate. Ja. Und dann sollte hier unten gleich der Report kommen. So, jetzt eigentlich, jetzt ist er da. Dann kann ich direkt auf das PDF klicken. Das ist knapp 50 Kilobyte groß und wird dann auch im, okay, da war ich vielleicht etwas zu schnell. Live-Demo ist man besonders ungeduldig. Ja, jetzt. Ja. So, genau. Also normalerweise geht man da jetzt auch vielleicht nicht ganz so schnell drüber. Solche Reports werden ja dann auch eher monatlich erstellt, ja, weil man eben einen monatlichen Capacity-Plan braucht und oder eine Übersicht von der Landschaft, ja, und dann läuft das ja im Hintergrund und lädt sich das dann irgendwann entsprechend runter. Aber hier, das war jetzt ja nur für die Demo, dass man schnell mal einer drückt. Und hier sind eben all diese Informationen eben enthalten und das Ganze können Sie sich dann runterladen, entsprechend ablegen und haben hier eben auch einen entsprechenden, ja, compliance-fähigen Report. Genau. So, Christian, bin ich eigentlich soweit mit der Vorstellung durch und dann können wir auch schon in die Fragerunde starten, oder? Ja, wunderbar. Vielen Dank, Sebastian, erstmal für die Vorstellung. Tatsächlich gab es eine Frage an der Stelle zu der Erstellung, also als du vorhin auf Create VM geklickt hast oben. Ob es die Möglichkeit gibt, verschiedene Felder oder Funktionen zu delegieren, das sprich, wenn ein Benutzer das selbst machen will, ob man Felder ausblenden kann, wenn ich die Frage hier richtig verstanden habe an der Stelle. Okay, ja, also was die da gesehen haben hier im New VM ist aktuell der sogenannte, ich sage es jetzt einfach mal, Admin Advanced Mode. Ja. Wir haben, jeder, der vielleicht die R1 kennt, da waren wir früher anders vorgegangen. Wir hatten erst einen sogenannten Easy Mode mit Schiebereglern und haben dann festgestellt, dass das nicht das ist, was die Kunden wollen und haben dann sozusagen diesen Advanced Mode ja so hinterhergeworfen, was aber dann auch noch nicht hundertprozentig das getroffen hat. Und wir haben jetzt sozusagen hier die Maximalvariante und arbeiten im Endeffekt noch an Möglichkeiten, dass man eben genau solche Felder ausblenden kann, beziehungsweise einen sogenannten Easy Mode im Endeffekt bereitstellen kann, wenn man dann zum Beispiel nur so ein Portal möchte für irgendwelche Anwender, die sich auch selber für ihre Anwendung irgendwelche LPaaS schnell mal erstellen können sollen sozusagen. Ja, wir haben ja am DPCM eine massiv viele sogenannte Capabilities, die man hier im Admin-Panel konfigurieren kann, einfach nur, um da mal so einen kleinen Einblick zu geben, wie viele das doch sind. Switche ich hier mal kurz rein und Sie sehen schon hier anhand von dem Scrollbar, wie viele das sind. Ja, so. Und dann können Sie sich eben ausdenken, welche Möglichkeiten das im Endeffekt hat. Letztendlich, jede Funktionalität kann hier enabled und disabled werden und ist fein granular eben einstellbar. Wie gesagt, aktuell haben wir diesen
eine andere Möglichkeit nicht, aber wir arbeiten daran, aber wir gehen im Endeffekt aktuell so vor, dass wir eben erstmal schauen, was ist das Maximum und reduzieren, etwas zu reduzieren und auszublenden, ist doch einfacher als noch hinzuzufügen und irgendwo dazwischen zu mogeln, in Anführungsstrichen. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Ich nehme es mal an, sehr ausführlich, genau, weil da war auch die da von mir die Frage ja am Anfang gewesen, so, weil im Vergleich zu PowerVC, wir haben jetzt ja sehr, sehr detailliert gesehen, wie mit DPCM das möglich ist. Insofern die Frage direkt auch an dich, ob das im PowerVC, sage ich mal, vergleichbare Möglichkeiten der granularen, sage ich mal, Einstellungsmöglichkeiten für die Capabilities gibt oder ob das dort eher anders gestaltet ist. Es ist tatsächlich anders gestaltet. Es gibt vorgefertigte, ja, Capabilities für bestimmte Gruppen, Administratoren, User etc. Letztendlich findet dort das User Management auf zwei Ebenen statt. Einmal hat man die Möglichkeit, dass direkt auf dem Betriebssystem, auf dem sozusagen das PowerVC läuft, diese lokalen User zu verwenden. Typischerweise werden Kunden allerdings entsprechend LDAP-User verwenden und kann dort dann entsprechend diese ja vorgefertigten Rollen aus dem PowerVC im Endeffekt verwenden. Aber es ist nicht bei weitem nicht so feingranular wie im DPCMX sozusagen. Ja, wunderbar. Vielen Dank, Sebastian. Falls es noch Fragen gibt in der Runde, gerne direkt in den Fragenbereich eingeben. Dann können wir die hier, sage ich mal, für die Runde beantworten. Ich sage vielleicht an der Stelle einfach noch was zu den weiteren Releases, die anstehen. Wir hatten einen kleinen Mini-Release Anfang des Jahres gehabt für bestimmte Funktionalitäten. Hier sieht man, wer da unten schon geschaut hat, steht da 10.4 drauf, Punkt 0. Das ist quasi jetzt der Release, an dem wir arbeiten und den wir im ersten Halbjahr jetzt fertigstellen werden und dann auch bereitstellen. Und dann quasi auch genau mit diesen Funktionen, die hier erwähnt sind, plus weiteren Funktionen. Wir arbeiten quasi derzeit am Backup und Recovery, also Restore sozusagen, was als Next dann hier auch mit bereitgestellt wird. Da gibt es auch schon Vorbereitungen im Hintergrund, möchte ich jetzt aber nicht zu viel vorstellen, da hier wirklich der Fokus derzeit auf das, sag ich mal, Deployment ist. Gut, jetzt schaue ich nochmal bei den Fragen hier an der Stelle. Also Gut, wenn es die keine Antwort. weiteren Fragen gibt, kann ich auch die Gelegenheit nutzen, noch ein bisschen ausführlicher vielleicht. Ist ja doch auch immer interessant, ist, was wir im Bereich Performance Monitoring getan haben. Also Aber ja. vielleicht gehen wir einfach mal genau. Ich würde sagen, wir geben noch mal 5 Minuten für die Fragestellung und so lange kannst du, sage ich mal, einfach noch mal reinschauen und einen kurzen Überblick über die neuen Performance-Features geben. Gerne. Genau, wir haben hier wir haben ja einiges auch in der 10.2 bereits getan. Um Performance, ein paar mehr Performance-Daten anzuzeigen. Hier in der Systemübersicht sieht man erstmal nur die Auslastung vom Pool, beziehungsweise mit den schwarzen Punkten von den dedicated CPUs. Man kann hier dann aber rechts unter Contents einstellen, was man angezeigt bekommen möchte. Ja, also gibt es dann eben auch die Möglichkeit, Memory ist ja doch eher statisch oder eben die Zuweisung von dem Helper Memory wird hier eben aufsummiert für das System. Aber es gibt hier noch die Möglichkeit auf Aggregierung, eine Helper Aggregierung anzuzeigen. Was er hier im Endeffekt macht, ist, weil ja es doch relativ viele Daten sind und sonst der Browser irgendwann halt nicht mehr mitmacht, haben wir uns entschieden, eben nur die Auslastung der 5 größten Helper sozusagen anzuzeigen und eben noch so einen Bereich mit Other-CPUs und mit Other-Auslastung von anderen Helpers, dann kriegt man zumindest mal schnell einen Indiz dafür, welche Helper denn ja die meiste Auslastung auf dem System hat. Ja. Schön ist auch, für die das noch nicht kennen, ich kann hier neben der Auswahl von dem, was man da sieht, kann ich dann auch die Zeit einstellen. Typischerweise werden die letzten 24 Stunden angezeigt. Aber wenn ich eben einen anderen Zeitraum möchte, kann ich den hier eben auch einstellen entsprechend. Ja, stell mal mit auf Last zurück.
und habe die Möglichkeit auch entsprechend systemübergreifend zu vergleichen, indem ich hier vorne einfach bei, neben dem System links die Selektion reinmache. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Einmal hier in dem Detailpanel auf Summary zu klicken. Dann sehe ich eben die Summe der Auslastung. Da hat man auch dann schon mal eine kleine Idee, ja, über den Verlauf, wie viel Auslastung denn meine gesamte Systemumgebung, wie hoch die ist. Und kann hier über diesen Pfeil rechts mit diesem Doppelpfeil, das nennt sich Stack, kann ich das auch stacken. Und jetzt ist nur wieder mal der Vorführeffekt. Ich weiß nicht, warum man jetzt den Graphen nicht stackt. Nun wieder. Ah, wahrscheinlich, weil ich auf Summary stehe, deswegen. So. Und jetzt kann ich im Endeffekt vergleichen und sehe schon, okay, hier bei dem System 1 hat man im Endeffekt von der Zuweisung her weniger, aber die Auslastung ist doch ganz gut im Mittel. Und beim System 2 ist eher mehr zugewiesen und die Auslastung ist niedriger. Da hat man schon einen guten Vergleich. Und wenn ich jetzt hier links über diese CPU fahre, kann ich in diese sogenannte Analyse springen. Und hier habe ich dann die Möglichkeit, sozusagen eine Detailanalyse zu machen. Kann ja auch in einen anderen Zeitfenster springen, ja, wenn ich das möchte. Kann hier oben in der Timeline ziehen oder verschieben, wenn ich es möchte. Man sieht auch, das ist recht ansprechend von der Performance. Hier sieht man jetzt nur in diesem Line-Graphen natürlich nicht wirklich, wie jetzt so die durchschnittliche Auslastung ist. Jetzt hat man da natürlich dann die Möglichkeit, auch eine Aggregierung einzustellen. Und in dem Chart-Type Automatik stellt er irgendwann auf dieses Box-Plotting um und zeigt dann auch, wie so meine Peaks und meine Average-Werte dann entsprechend sind. Ja, so. Ja. Und damit kann man dann doch ganz schön was anfangen und sieht dann auch, okay, wie ist es denn im Durchschnitt meine Auslastung auf dem System oder im Peak oder die Minimum-Auslastung, was man dann entsprechend auch benötigt für Sizing von neuen Systemen. Okay, Sebastian, wir haben noch eine Frage, und zwar wird die Erstellung von wenig Interfaces in der LPA unterstützt an der Stelle? Aktuell noch nicht. Wir sind da aber entsprechend dran und ist auch für dieses Jahr vorgesehen, dass wir Vinix und andere Adaptertypen wie zum Beispiel Virtual Functions nativ unterstützen. Was wir zusagen können, ist in Bezug auf das Deployment, dass wir auf jeden Fall in der ersten Jahreshälfte eben auch, wenn wir die Version zur Verfügung stellen, damit umgehen können, dass man auf Vinix und Virtual Functions im Endeffekt installieren kann. Und auf jeden Fall, wenn es doch nicht reichen sollte, bis dahin die Funktion reinzubringen, auf jeden Fall dieses Jahr nachgeliefert wird, dass man eben auch Linux und SRIOV Virtual Functions entsprechend komplett mit DBCM managen kann. Ja, dann kommen noch weitere Fragen rein. Und ich gebe es einfach an dich, Sebastian, weiter. Ja. Es geht technisch ins Tiefe. Müssen die Bootloons über VIO FaustGasi eingebunden werden oder kann dies direkt über Fiber Channel aus den SAN erfolgen? Okay. Aktuell jetzt hier in der Demo haben wir jetzt FaustGasi. Wir sind dran an der Implementierung auch von nativem Storage, was auch für dieses Jahr, also Adaption angeht, für dieses Jahr geplant. Allerdings bis zur Jahresmitte wird uns das nicht reichen. Aber das ist kein Beinbruch, weil es gibt hier unsere sogenannten Dockets. Und da haben wir ja auch schon implementiert, dass es eben möglich ist, eben über die Dockets Storage im Endeffekt zu managen und damit darüber dann auch die notwendigen Loons etc. Anzulegen, sodass das erstmal in der Jahresmitte-Version, sage ich jetzt einfach mal, kein Beinbruch ist und wir das dann entsprechend bis Ende des Jahres nachliefern, sodass dann eben auch aus dem DPCM nativ heraus Loons angelegt werden können und auch Zonen gemanagt werden können, was jetzt hier aktuell im Hintergrund nur über die Docket-Automation möglich ist. Da möchte ich auch gleich noch ergänzen, weil das ist auch eine beliebte Frage, weil nicht jeder hat IBM-Storage und wir werden, auch das kann man schon offiziell sagen, aktuell, beziehungsweise so wie es jetzt auch dann geplant ist, erstmal nur IBM, also sprich Storage-basiertes Storage adaptieren können.
Aber es besteht eben die Möglichkeit, und dafür haben wir eben die Dockets implementiert, was letztendlich nichts weiter ist als eine Ansible-Integration, die wir im DBCM haben. Und auch viele Hersteller bieten entsprechend Ansible-Module für das Management von Storage. Wir sind dann entsprechend auch behilflich, die notwendigen Dockets auszuarbeiten, sodass man eben auch nicht IBM Storage damit andocken kann. Gut, ja. Vielen Dank, Sebastian. Wir kommen jetzt zum Ende. Die anderen Fragen, sag ich mal, würden wir offline beantworten. Vielleicht kannst du zu den Folien nochmal zurückgehen und zu dem Anwendertag. Da war nochmal gefragt, ob es jetzt, wann es denn nun jetzt genau ist. Vielleicht die Folie nochmal auflegen zum Abschluss. Ja, Das sofort. am 15. November treffen wir uns in Stuttgart. Wir wird zeitnah auch eine Einladung verschickt. Teilweise wurde auch schon eine Einladung verschickt. Sie sind alle herzlich dazu eingeladen. Wir freuen uns auf Ihr Kommen. Es wird davor noch weitere Webinare geben, auch zum Release-Zeitpunkt, dann im ersten Halbjahr zu der 10.4. Weiteres dann per E-Mail oder sonst wissen Sie ja, wie Sie uns erreichen können. Dann würde ich von meiner Seite schon mal mich verabschieden und Bastian dir das letzte Wort überlassen, um dich auch zu verabschieden. Vielen Dank. Ja, dann danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit und für weitere Fragen stehen wir Ihnen ja per E-Mail und über die bekannten Kommunikationswege sehr gerne zur Verfügung. Und ja, wir freuen uns auch sehr, dass Sie weiterhin an DPCM so fleißig interessiert sind. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und danke nochmals.